haben tatsächlich vermummt und mit Sturmgewehr auf mich gerichtet. Ohne dass wir Zeugen waren, haben das Zimmer auf den Kopf gestellt. Weil er da so der Anführer, der aus meiner Sicht Räuberbande war. Und wirklich auch körperlich an mir gezerrt haben, mich gezwungen haben. Die wusste dann teilweise gar nicht mehr, wo sie hingucken sollte. Herzlich willkommen. Heute bekommt ihr exklusive Einblicke in Erlebnisse, die die Kerngemeinschaft während der Razzia gemacht hat. Viel Spaß dabei. Wurde dir etwas weggenommen? Ja, mir wurde mein persönlicher Laptop weggenommen. Und mein Mitwirkungslaptop auch und Festplatten. Also entwendet wurde uns ein Ordner mit unseren ganzen KRD-Utensilien, Zugehörigkeit, Angehörigkeit, Sparbuch und TAN-Liste und Zugänge und meine KRD-ID-Karte. Also zwei SD-Karten mit Fotos, drei Festplatten, wo ich meine Backups und halt privaten Projekte drauf hatte, mein Pinebook Pro, ein kleiner Laptop und ja, 120 Euro und zwei EC-Karten. Ich habe mir mal 570 Euro in meiner Reisetasche, das ist eigentlich auch mein Reisegeld, und haben das zusammen mit meinem Bargeld, was noch ein Geldbeutel war, entwendet. Und insgesamt haben sie mir dann so 750 Euro oder so weggenommen. Ich hatte ziemlich Glück. Bei mir wurden ein paar Dokumente vom KRD mitgenommen. Staatsangehörigkeitsurkunde, ich glaube auch die Staatszugehörigkeitsurkunde und mein Sparbuch. Ein Zugticket war auf jeden Fall noch. Eine Zugreise, die nicht wahrgenommen werden konnte. Von daher sind es ein Schaden von ungefähr 73 Euro bei mir entstanden. Wie geht's dir damit? Naja, dass die Sachen weggenommen sind, die sind alle zu ersetzen, das ist nicht das Problem. Also die sind einfach eingedrungen in dem Bereich, ohne dass wir Zeugen waren, haben das Zimmer auf den Kopf gestellt, Matratzen durcheinander gemacht. Und das ist so ein Gefühl, Ja, schade, unnötig. Aber letzten Endes hat es auch ein paar Prozesse in mir angestoßen, die aus meiner Sicht jetzt zu positiven Veränderungen geführt haben. Also ich bin sehr glücklich, dass es mich nicht so heftig erwischt hat. Ja, das ärgert mich auf jeden Fall auf der einen Seite, weil auch private Dateien da drauf waren. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich dadurch viel weniger verführt dazu bin, viel Zeit vor dem PC zu verbringen. Und dafür bin ich in gewisser Weise auch dankbar. Ja, also ich habe dadurch jetzt keinen körperlichen Schaden erlitten. Hat mich jetzt nicht wirklich negativ beeinträchtigt und bin in meinem Frieden damit. Weitermachen. Was ist deine prägnanteste Erinnerung an die Razzia? Auf jeden Fall war irgendwie so die gute Zeit, die wir im Wohnzimmer einfach uns trotzdem gemacht haben. Wahrscheinlich, als ich der Polizistin, die so ein bisschen unsicher mein Zimmer durchsucht hat, als ich ihr halt so ins Gesicht gesagt habe, du bist hübsch. So, und da, also das war echt lustig, weil die wusste dann teilweise gar nicht mehr, wo sie hingucken sollte. Und also ich habe mich innerlich schon kaputt gelacht. Also als ich das erste Mal gemerkt habe, dass die willkürlich nicht abgesprochen agieren. Die einen waren total freundlich, haben gesagt, hier, sie können dabei sein und schauen und gucken. Und während man sich auf die eingelassen hat, irgendwie auch ein bisschen Vertrauen hatte, dass es ordnungsgemäß, wie man es in Deutschland kennt, waren andere in unserem Zimmer, haben alles aufgerissen, durcheinander gebracht, und die wir dann angesprochen haben, ja, das waren wir nicht, das wissen wir auch nicht, wer das war. Also komplette Willkür. Meine Zimmerdurchsuchung, weil die ging fast 2,5 Stunden. Ich hatte sehr, ich sag mal, kooperative Polizisten bei mir im Zimmer. Die waren auch sehr neugierig. Ich habe denen ein bisschen was über das KRD erzählt. Die haben mich mit großen Augen angeguckt, weil sie es gar nicht verstehen konnten, was hier eigentlich da so Sache ist. Der Ältere, der die Verantwortung hatte, der ist mir im Kopf geblieben, weil der hat mir am Ende dann auch gesagt, dass er sehr gute Menschenkenntnis hat. Ich glaube, der war von der Kripo. Und der zu mir meinte, ich glaube ihnen, dass sie nichts verbrochen haben. Sehr heftig fand ich das auf jeden Fall am Anfang, ganz am Anfang, wo wir uns alle versammeln sollten und ich nicht mal nach oben in unser Zimmer gehen durfte und Markus aus dem Zimmer holen durfte. Die Konfrontation mit dem Kai Mattes. Kai Mattes hatte Marco und mir zugesagt, dass sowohl er als auch ich bei allen Zimmerdurchsuchungen anwesend sein dürfen. Und da hat er sich nicht dran gehalten. Und dann hatten wir ihn zur Rede gestellt und meinte er, ja, er könne da nichts machen, weil die BaFin hätte den Status von einem Anwalt. Und da hat er sich so rausgeredet. Und da bin ich einfach so über meinen Schatten gesprungen, weil er da so der Anführer, der aus meiner Sicht Räuberbande war. Da habe ich auf jeden Fall so mich mutig gefühlt. Ja. Gab es eine Situation, in der du Angst hattest? Angst? Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt wirklich Angst. Ich habe gemerkt, dass mein Körper teilweise zu Beginn gezittert hat. Also ich habe mich aber nicht ängstlich gefühlt. Nee, also um mein Leben oder um mein Wohlbefinden nicht. Es war einfach ein Unwohlsein mit der Frage, wann ist es endlich vorbei? Wann kann ich mich wieder frei bewegen?
Also die Szene, wo ich noch am ehesten Angst oder so etwas in die Richtung hatte, war, als die Polizisten da aufs Gelände gestürmt sind und ich eben nicht mal ins Zimmer von Marco und mir gehen konnte und Marco holen konnte. Und wirklich auch körperlich an mir gezerrt haben, mich gezwungen haben, da keine weitere Stufe hochzulaufen. Morgens um 8 Uhr habe ich laute Schreie oder Rufe gehört. Ich dachte, was ist denn da los? Habe mich ein bisschen wach gemacht. Und dann irgendwann habe ich gehört, Polizei! Und dann dachte ich, was, ist doch jetzt ein Scherz. Wer hat denn den reingelassen? Und als ich dann gemerkt habe, dass es mehrere sind und ich gerade frisch wach geworden bin, habe ich schon gemerkt, mein Herz klopft jetzt. Da ist oh, Adrenalin. Dann habe ich mich gefragt, aber warum? Ich muss mich doch gar nicht schuldig fühlen, weil ich habe ja nichts getan. Und dann ist es auch sehr schnell wieder abgeklungen. Dann sind sie schon in mein Zimmer reingegangen, haben tatsächlich vermummt und mit Sturmgewehr auf mich gerichtet. Und dann habe ich ganz ruhig geantwortet, ist irgendwas passiert? Ja, ich hatte enorm Angst. Ganz am Anfang, als sie reinkamen, beziehungsweise ich habe keine Angst gefühlt, aber mein ganzer Körper hat richtig gezittert. So. Und später habe ich nicht gezittert, aber extreme Angst gefühlt. Und ich habe das dann einfach zugelassen. Ja, das hat auch in gewisser Weise gut getan, das einfach mal so zu spüren und einfach auch dann die Erfahrung zu machen, dass mir überhaupt nichts passiert. Was würdest du anderen empfehlen, wie sie mit ähnlichen Situationen umgehen können? Ja, auf jeden Fall tief durchatmen, spüren, dass es keine angenehme Situation ist, aber dass sie auch vorbeigehen wird. Und in der Gewissheit auch in einer starken Gemeinschaft die Unterstützung, die war einfach spürbar. Also ich bin nicht allein und ich gehe es durch. Und ich bin letztendlich auch aufgehoben mit dem, ich habe nichts Unrechtes getan und deswegen kann ich einfach auch das Ganze hinnehmen. Ja, was noch sehr auch hilfreich ist, aus meiner Sicht, sich die ganze Zeit bewusst dieses Bild innerlich zu haben, dass man im Recht ist und dass man deswegen allein schon keine Angst haben braucht. Mir hilft es, sich mir auch vorzustellen, das ist alles mehr oder weniger eher ein Missverständnis. Das sind auch einfach Menschen auf der anderen Seite, die tatsächlich einfach nur das Richtige auch machen möchten, genau wie wir auch. Dadurch ja, entspannt sich das Ganze, die ganze Situation etwas. Ja, aber die eigenen Rechte zu wissen, das ist wirklich auf jeden Fall das A und O und nicht in Kampfmodus zu gehen. Auf jeden Fall mit viel Positivität da dran gehen, kein Feindbild aufbauen, sondern einfach sagen, diese Menschen, die helfen mir, zu erkennen, wer ich sein will und was ich tun will. Und wenn dir jemand mit Aggression begegnet, mit Unverständnis, mit Gewalt, dann einfach zu sagen, okay, ich bin nicht so, ich heiße nicht gut, was du tust, aber ich werde nicht das Gleiche zurückmachen, wie du tust. Ja, letzten Endes sei einfach authentisch, sei einfach ehrlich, sag wirklich in jedem Moment das, was du gerade denkst. So. Und ich glaube, das hat bei uns hier auch dafür gesorgt, dass wir relativ glimpflich davongekommen sind. Auch einfach zu erkennen, dass das Menschen sind, die aus ihrer Sicht das Beste tun. Die meinen halt wirklich, dass ich irgendwie ein verblendeter Anhänger irgendeiner Sekte bin, mein ganzes Geld irgendjemanden in die Tasche wirtschafte. Ich sehe das halt ganz anders. Aber ich kann ja verstehen, warum sie so denken. Das ist halt ihr Weltbild. Ne? Ich kann es ihnen nicht wirklich übel nehmen, weil sie denken wirklich, dass sie mir helfen würden. Ne? Und da ist halt so, wir leben in verschiedenen Realitäten. Es ist, denke ich, wichtig, dass man sich da im Vorfeld schon seine Ängste anguckt, wo man im Leben steht. Wenn man sich vielleicht überlegt, was ist das Schlimmste, was einem passieren kann und diesen Glaubenssatz ständig hinterfragt und vielleicht auch in die Vergangenheit denkt, was hat mein Leben schon alles durchgemacht und was hat man geschafft in seinem Leben. Meiner Meinung nach baut es schon ein gewisses Selbstvertrauen auf und dass es auch immer irgendwie weitergeht. Letztendlich ist es KD, das Beweis für mich schlechthin, dass es irgendwie weitergeht und dass es in die richtige Richtung geht. Und deswegen würde ich sagen, sich mit den Ängsten davor konfrontieren, wo hat man noch Ängste, das hinterfragen, aber auch annehmen, Urvertrauen, Gottvertrauen aufbauen, in der Verbindung sein, geerdet sein, ja. Herzlichen Dank fürs Zusehen und schreib uns gerne einen Kommentar, was du beim nächsten Video sehen möchtest. Wie du erkannt hast, haben wir Menschen hier aus der Kerngemeinschaft diese ganze Razzia-Thematik sehr gut verkraftet. Und das liegt vor allem daran, weil wir ganz genau wissen, dass alles, was wir hier tun, vollkommen rechtens ist. Daher kann ich auch dir empfehlen, dich mal damit auseinanderzusetzen, auf was für einem rechtlichen Gebiet, auf was für einem rechtlichen Spielfeld du dich hier eigentlich gerade befindest. Passend dazu gibt es jetzt hier unten in der Videobeschreibung einen Link zu unserem Rechtsbeistandpaket, was es jetzt anstatt für 1.100 Euro kostenlos zur Verfügung für dich gibt. Peter hat sich dazu entschieden, weil er möchte, dass die Menschen souveräner werden und endlich nach bestem Wissen und Gewissen handeln können. Und da spielt das Thema Recht eine wichtige Rolle. Also, klicke jetzt hier unten in der Videobeschreibung auf den Link, lade es dir herunter, das ist Wissen, was es so in der Schule nicht gibt und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.